Schlaf, kleine Alana, schlaf und träum von dem nächsten Morgen, der auf dich zukommt. Achte nicht auf deinen Hunger, dein Magen knurrt nur. Zum leisen Flackern des Feuers im Kamin. Träume weiter, immer weiter, bis der Morgen graut. Lass deine Träume dich hinauf in eine zarte Welt entführen. Kleine Alana, du hast's schwer. Doch es sind Sims bei dir, die über dich wachen. Ja, und damit ein herzlich willkommen zu die Sims 4 an die Arbeit. Ich weiß jetzt gar nicht, was die anderen alle so machen. Ach so, der Marvin trinkt ein Glas Milch. Ja, das ist sehr gut für die Knochen. Aber wo? Ach so, du willst gerade holen. Aha. Und du bist so angespannt. Entspann dich doch mal, Junge. Gleich guckst du wieder so grimmig, ne? Wie immer. Geh doch einfach baden. Ein entspannendes Schaumbad nehmen. Wie wär's damit? Nicht? Okay, brauchst ja nicht gleich so zu reagieren und uns hier explodieren lassen. Dann gehe ich halt wieder und sage dir jetzt trotzdem, geh ein Schaumbad nehmen. So. So, und Alanachen ist aus ihren Träumen wieder erwacht. Ich hoffe, sie hat gut geträumt. Ja. Du sollst dir da das nehmen, richtig. Guten Appetit, Alanachen. So, musst du auch was essen? Nee, du kannst das mal aufräumen. Und dann gehst du schön wie dein Zwillingsbruder in dein Bett und pennst. So. Ups. Nein, ich wollte gucken, was der da für negativ hat. Ach so, ja. Erschöpft. Das hebt er sich. Ja. Und ich habe gerade beim Runterfahren gesehen, du schläfst im falschen Bett, mein Junge. Geh zu deinem Schatz. Das ist das Bett von Don und Alana. So, nämlich Alana muss jetzt dann hier schlafen. Ihm geht's soweit auch gut. Danach kannst du aufs Pöttchen gehen und dann zu deinem Knuddli ins Bett gehen. Die zwar noch nicht drin ist, aber naja, egal. So, alle anderen schlafen schon, sind im Traumland. So, Alana schleppt sich mit allerletzter Kraft durchs Haus und schafft es gerade so noch in das kuschelige, warme Bett, was ja Christian ihr schon warm gehalten hat. So ist unser Christian. Denkt immer an die anderen. So. Donny Boy, wie? Aha, du kommst auch. Gut. Bist total verspielt. So. Gut, wie schaut's denn aus? Dreimal unterrichten, einmal haste. Ein Kind ein Bestreben abschließen lassen.
und Kind oder Enkelkind die Spitze einer Karriere erreichen lassen. Oh, hehehe. Das war jetzt. Ja, jetzt. Ja, wir begleiten ihn jetzt mal. Ihn. Weil das letzte Mal haben wir ja Alana. Dann machen wir es jetzt. Bei ihm. Mal sehen, was er erfüllen muss. Polizist interessiert mich im Moment nicht. Mann. Nein, Voodoo interessiert mich auch im Moment nicht. Weg. So, und er soll zwei Patienten erfolgreich diagnostizieren und behandeln. Okay, und wen haben wir hier? Florian Schmitz. Und welche Patienten haben wir denn zur Auswahl? Ein Marvin Weber, eine Christina Kreuz, dann Fabio Braun und den Markus Huperz. Don, wen möchtest du? Eine Lady oder lieber einen Burschen? Sag mal. Verrat mir. Hast du mich gerade ausgelacht? Puh. Ätchen-Dippchen. Ätchen-Dippchen, Silberklippchen, Äppchen-Dippchen, Drapp und du bist ab. Ätchen-Dippchen, Silberklippchen, Äppchen-Dippchen, Drapp und du bist ab. Ätchen-Dippchen, Silberklippchen, Äppchen-Dippchen, Drapp und du bist dran. Oh, nicht die Lampe. Ich meine natürlich die Lampe nicht. So. Was sollst du? Ach so, erstmal eine Röntgenaufnahme. Okay, bitteschön. Mischke. Was brauchst du noch? Innen kalt, wegen Mikrowellengericht. Von außen ist es warm, doch innen kalt, wie unbefriedigend. Befriedigend. So, dann mach mal. So. Entschuldigung. Ja, Rechnungen. Eine stolze Summe, aber kein Problem im Moment noch. So, und entdeckst du was? Also, du hast jetzt die Oberschenkel gescannt, die Füße, die Unterarme. Ja, die Unterarme hattest du doch schon. Dir fehlt noch der Kopf. Du musst noch den Kopf untersuchen. So, die Jungs müssen fleißig sein. So. Und die Ergebnisse der Röntgenuntersuchungen haben bei Fabio waren nicht eindeutig. So, dann Patient untersuchen. Temperatur und dann Abstrich. So, dann die Ohren. Die Öhrchen. Lass mal die Öhrchen durchleuchten. Luftleerer Raum. Alles in Ordnung. Alles, wie es sein soll. So, dann untersuchen wir jetzt hier mal den Abstrich. So.
Nicht auf der Arbeit will ich doch keine Selfies machen, Leute. Guck mal, da sind noch andere Patienten, die könnt ihr untersuchen. Guck, die warten schon. Das ist mein Patient. Aber du kannst dich um die kümmern, du kümmerst dich um ihn. Und ja, mal sehen, vielleicht schaffe ich dann... Hey, es ist noch nicht Schluss. Naja, vielleicht du. Vielleicht hast du Nachtwache gehabt. So, und? Was hat der Patient? Gibt es verdächtige Bakterien oder unbekannte Viren? Hat er denn irgendeinen Ausschlag? Abgeschlossen. Ja, eine Infektion. Patient. Augen. Untersuchen. Wir sind nicht hier auf einem Geflügelmarkt. Das war wohl nix. Ja, nochmal Augen. Dann sollst du Laufband machen. Don Lotario besitzt genügend Untersuchungsdaten, um Fabio Braun eine mögliche Diagnose an der Liege zu stellen. Weitere Tests könnten mehr Sicherheit für mehr Sicherheit sorgen. Ja, machen wir ja. Jetzt quälen wir ihn mit Laufen. Ob er wirklich fit ist. Aber er freut sich schon. Er scheint sehr aktiv zu sein. Oh, habe ich mich da vertan? Achso, die sind auch zur Arbeit. Okay, dann mal bitte fleißig. Und auch fleißig. Nee, sonst fällt er gleich wieder. Oh, da hattest du aber noch Glück gehabt. Du kannst doch nicht so die Patienten auf dem Laufband schikanieren. Au! Siehst du, jetzt hat er wegen dir einen Hexenschuss erlitten. Na, siehst du? Das hast du davon. Jetzt kannst du nochmal ein Röntgenbild anfertigen. Jetzt musst du nämlich kontrollieren, ob nicht doch irgendwie was anderes passiert ist. Untersuch nochmal den Körper. So. Er hat eine Ente in der Brust. So, dann mach nochmal das Röntgenbild. So, mach es wieder in Ordnung. So. Ach ja, dann muss er gleich dann noch die Ergebnisse eintragen, damit alle Bescheid wissen, dass es wohl möglichst eine neue Infektionskrankheit gibt. Höchstwahrscheinlich die... Ach nein. Ja, weil es kaputt gegangen ist. Ja. Kannst du ihn direkt dann hier röntgen? Hier. Röntgen? Nee, plaudern. Ja, komm. Deine höchstwahrscheinlich... Wir müssen halt gucken, absichern,
ob die Entenquark Haut. Noch weitere Infizierungen vorweisen kann. So. Vielleicht zieht ja diese Krankheit noch in die Leber ein und in die Lungen. Oder befällt sogar das Schlimmste. Das Schlimmste wäre es, wenn es halt den Magen anfallen würde. Weil dann müssten die Sims nur noch Entenfutter essen. Weil ihr Magen sich umgestellt hat. Noch schon wieder nicht eindeutig. Naja, da müssen wir mal entweder blinde Hitze. Allgemeinzustand. Nee, hier ist weiter nichts. Ich versuch's jetzt noch mal mit dem Laufband. Vielleicht haben wir diesmal mehr Glück. Ja, bei solchen neuen seltenen Krankheiten muss man halt manche Untersuchungen mehrmals machen, weil man hat ja immer neue Aspekte, wie man untersucht. Ja, wen haben wir denn hier alles? Ist jemand von euch ein Alien? Den anscheinend nicht. Keiner leuchtet. Und? Der sieht aber nicht gerade gut aus. Lass es jetzt aber vernünftig machen. Nein, das ist doch nicht in Ordnung, dieser Berglauf. Das hat doch gerade auch zu nichts geführt. So. Siehste? Gerade hat die Ente ihn in den Rücken gezwickt. Mein. Gut, dann tragen wir jetzt hier das ein. Oh, Entschuldigung. Vielleicht kriegen wir dann eine Info. Ansonsten, er zeigt aber auch sonst keine Anzeichen. Zeig mal deine Augen. Oh, wir müssen länger bleiben. So. Mach die Äuglein auf. Ja, noch ein bisschen näher. Bist du mal fertig? No. Aber da kriegt man keine Ergebnisse. Dann würde ich sagen, sternklare Augen. Gute Noten. Yay. So, ich hoffe, es ist richtig. So, mal sehen. Patient, ich hoffe, es ist in Ordnung. Aber wir hatten jetzt keine. Nein.
Bimbus. Naja, gut. Dann Patient Abstrich. Die muss kichern. Was haben wir denn schon? Brennender Bauch, juckender Plumbob, Gas und Gekichere. Körper untersuchen. Dann kannst du analysieren. So. So. Och nö, du schrottest aber heute hier alles, was? Ich hoffe, du kannst das noch zu Ende machen. Aber keine Ergebnisse, ne? Kannst du hier analysieren? Das Mikos Karenzi von Chilbrotza, Spupam. So, ja. Volnil, Slavador. Brumm. Hier sind keine Autos. Wir sind nicht hier auf einer Rennbahn. Was wir machen könnten, wären für die Kinder hier vielleicht eine kleine Rennbahn aufbauen, damit sie sich nicht so langweilen. So. Eieieiei. Also wir müssen dann erstmal eine Don jetzt mehr begleiten. So. Hier. Da. Und dann Patient untersuchen. Augen. Hast du irgendwelche? So, dann kannst du jetzt hier wohl protokollieren. Auch sie hat luftleeren Raum. Sehr verdächtig. Nicht, dass es auch diese komische Entenquark-Krankheit ist, die noch behandelbar ist. So. So, wie lange hast du noch? 13 Minuten. Dann kannst du vielleicht noch eins hier Temperatur messen. Ach, jetzt auf einmal hat sie. Ausschlag. Immerhin fantastische Arbeit geleistet. Und es ist wenigstens im hellgrünen Bereich. Dann begleiten wir ihn auf jeden Fall beim nächsten Mal nochmal. So, ja. Und leider muss ich dann, wenn der Ladebildschirm durch ist, werde ich dann auch den Part beenden. Also schön, dass du dabei warst. Ich würde mich natürlich auch über Kommentare freuen, weil, wie gesagt, ich möchte, dass ihr euch hier mit so weit beteiligen könnt. Also wenn ihr Vorschläge habt oder Ideen habt, was man machen könnte und
und auch vielleicht Fragen habt oder so, denen wir vielleicht nachgehen könnten oder so, schreibt es in die Kommentare. Und ich gucke dann, wie wir das dann machen können. Und ja, weil ich finde das halt viel schöner, wenn man das dann gemeinsam macht. Und vor allen Dingen, umso mehr Leute mitmachen, umso mehr Ideen kommen rein. Und ja, umso interessanter wird das dann auch. Also, schön, dass du dabei warst. Schön wäre es, wenn du auch im nächsten Part dabei sein würdest. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Viel Spaß und bis denne dann. Tschüss. Oh, Ause. Oh, Ause.